Herzlich willkommen zu Stolz und Vorurteil, dem Quiz der JMC 2024. Ich bin Insa, eure Moderatorin, und ich führe euch heute durch eine spannende Show mit viel Spaß hoffentlich. Es spielt Team Stolz gegen Team Vorurteil. Und Team Stolz, das sind Michael Sengel und Michael Harnischmacher. Herzlich willkommen. Michael Sengel, hast du einen Funfact, nicht akademisch am besten, über Michael Harnischmacher, den du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, tatsächlich ist dieser Mann gerade ganz intensiv mit Vorbereitungen beschäftigt, eines Tages in einem kleinen Segelschiff den Atlantik zu überqueren und wieder zurück. Und ich hoffe, dass er und seine Freundin es auch wieder gemeinsam zurück zu uns schaffen. Ich auch. Das klingt sehr spannend. Michael Harnischmacher, hast du auch einen Fun-Fact über deinen Teampartner? Ja, klar. Michael Sengel ist der Beste da drin, spontan mit unterirdischen Wortspielen auf jede Situation sich die einfallen zu lassen. Das ist, ich hoffe, da werden wir einige von hören heute in der Sendung. Kommen wir zu Team Vorurteil. Das sind Maria-Lisa Skerwone und Sabine Simon. Und Maria-Lisa, hast du einen Fun-Fact über Sabine? Ja, einen sehr sympathischen, der mir sehr sympathisch ist. Sabine liebt Nutella, beziehungsweise schon als Kind war das Go-To-Frühstück das Nutella-Brot, und da, so ging es mir genauso. Ja? Also Marmelade und so, weg damit. Es geht nichts über die Nutella am Morgen. Sehr schön. Ich glaube, wir hatten alle eine Nutella-Phase als Kind. Sabine, was ist dein Fun-Fact über deine Teampartnerin? Wir haben uns ein bisschen abgestimmt. Es geht auch ums Frühstück. Aber das Erste, was Maria-Lisa am Morgen braucht, ist Espresso. Liegt vielleicht am italienischen Blut, das in ihrem Körper fließt. Sehr gut. Das mit dem Kaffee kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ohne funktioniere ich morgens auch nicht. Aber wir wollen gar nicht lange quatschen, sondern direkt loslegen. Und zwar mit der ersten Runde. Die Teams werden jeweils 3 Single-Choice-Fragen beantworten. Und zwar von der gegenteiligen Redaktion, denn es soll ja spannend bleiben. Und es gibt jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig, und für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Anfangen wird Team Stolz mit der folgenden Frage. Menschen, die entweder selbst eingewandert oder Nachkommen von EinwanderInnen sind, erleben oft Diskriminierung. Wie viele der Betroffenen melden den Vorfall oder reichen Beschwerde ein? A. 15%, B. 2%, C. 28% oder D. 9%. Also ich würde zu B oder D tendieren, ja, weil ich glaube, dass ja, die Art und Weise, wie manchmal mit solchen Vorfällen umgegangen wird, nicht gerade motivierend ist, die zu melden. Aber ich würde fast sagen, aus der Hoffnung heraus, dass es nicht nur 2% sind, aber 9% der Vorfälle. Aber 9% finde ich schon, das wäre jede Zehnte, die das irgendwie anzeigt. Ich würde zu 2% tendieren. Sie sagen B. Alles klar, Team Stolz sagt B. Das ist leider falsch. Nein. Die richtige Antwort wäre tatsächlich D, 9% okay. gewesen. Ab jetzt sind doch ein paar mehr. Jetzt entscheidest du jede. Dann darf jetzt Team Vorurteil die erste Frage beantworten. Und zwar, bis zu wie viel Mal wahrscheinlicher ist ein Kreuzbandriss bei Frauen? A, 1 bis 2 Mal, B, 9 bis 10 Mal, C, 4 bis 5 Mal oder D, 7 bis 8 Mal. Ich überlege gerade, zu welchem Thema sich das bezieht bei der Stolzgruppe. Wie viel Mal wahrscheinlicher? Also Sie haben eine Frau drin, die einen Kreuzbandriss hinter sich hatte, das weiß ich, aber die Frage ist schwierig. Viel wahrscheinlicher oder nicht viel wahrscheinlicher? Nicht viel wahrscheinlicher, würde ich sagen. Also eher 1 bis 2 Mal. Ja, ich kenne jetzt Kreuzbandrisse leider, also das heißt leider bei eher bei Fußballern, ja. Fußballbedingt, dadurch oft männlich, also oft bei Männern eben. Langsam müsstet ihr zu einer Antwort kommen. Ja, A. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Das ist auch falsch, leider. Es ist tatsächlich C, 4 bis 5 Mal. Okay.
Tut mir leid, damit haben wir die ersten beiden Fragen gespielt und es ist noch kein Punkt gefallen. Dann ist jetzt wieder Team Stolz dran und eure nächste Frage ist, welcher deutsche Sportverband hat eine finanzielle Unterstützung für Eltern mit Kind aufgestellt? A, der Deutsche Seglerverband, B, der Deutsche Fußballbund, C, der Deutsche Handballbund oder D, der Deutsche Turnerbund? Weißt du was vom Seglerverband? Ich hätte ja jetzt gesagt, ich muss hoffen, dass es der Seglerverband ist, aber ich weiß es nicht. keine Hilfestellung aus dem Publikum, bitte. Ich habe keine Ahnung, aber nach meinem desaströsen Entscheiden beim letzten Mal würde ich sagen, du darfst das entscheiden. Ich sage C, Deutscher Handballbund. C, Deutscher Handballbund. Auch das ist leider falsch. Es ist tatsächlich, und da hätte ich jetzt mehr erwartet, der Deutsche Seglerverband. Oh nein. Und das ist natürlich sehr schade. Also Michi, ich dachte, bei so einem Bonzensport, das ist nicht nötig. Aber gut, wenn nein, wir die Welt bleiben wir natürlich alle ganz human. Niemand wird angemalt. Ja, das war Frage 3. Jetzt ist Team Vorurteil wieder dran. Und die Frage an euch ist, wie viel kostet eine Brustwarzen-Tätowierung? Und wir haben die Antwortmöglichkeit A, um die 2.500 Euro, B, etwa 700 Euro, C, fast 2.000 Euro oder D, knapp 5.000 Euro. Darf man da eine Nachfrage stellen? Also die Brustwarze quasi wird drauf tätowiert. Genau, also es ist wie eine... Ja, also eine realistische Nach- Und macht das ein Tätowierer oder ist das mit... Das wird... Macht ein Tätowierer. Das wird von einem Tätowierer gemacht, das ja. Wahrscheinlich ja, ähnlich wie von der Größe, ist eine, keine 5.000 Euro. Nee. 700 hätte ich jetzt gesagt, oder? Ist ja von der Größe her, ist das erforderlich? Alles andere wäre unverschämt. Ja, es wäre auch... Aber wahrscheinlich ist es unverschämt. Also ich meine, so ein Tattoo von einer gewissen Größe, also 2,5, da hast du schon einen halben Rücken mindestens voll. Also, ja. Nee. Ja, nimm mal das B. 700. Ja. B. Okay, Team Vorurteil sagt B. Das ist leider falsch. Echt? Das ist eine sehr punktearme Sendung hier, muss ich sagen. Mann. Es wäre Antwort C gewesen, fast 2000 Euro, da das ja eine realistische Tätowierung ist, die ja auch nicht einfach mit schwarzer Farbe ist. Ist das natürlich gar nicht so einfach. Und kostet dann auch natürlich mehr, weil sich da auch TätowiererInnen drauf spezialisieren. Ah, okay. Genau. Vielleicht dann kostet haben eine Brustwarze ja nur 1.000 Euro. Ja, pro Brustwarze sind es dann 1.000 Euro, das stimmt. Wir kommen zur nächsten Frage, wieder Team Stolz. Und zwar, welches ungewöhnliche Tier wurde in der Forschung zur Behandlung von Hepatitis C eingesetzt? A, der Nacktmull. B, das Axolotl, C, der Tiefseeanglerfisch oder D, die Wollhandkrabbe? Also Wollhandkrabbe kenne ich gar nicht. Ich glaube, den Tiefseeanglerfisch kommt man nicht so leicht dran, dass man den für irgendwas einsetzen könnte. Also ich würde auf Nacktmull oder Axolotl. Also der Nacktmull, der hat zumindest ein Säugetier. Von daher ist das relativ wahrscheinlich. Beim Axolotl weiß ich es nicht. Das ist so ein kleines, ich vermute, das ist so Amphibium. Amphibio. der Anglerfisch, den würde ich mal ausschließen. Du disqualifizierst dich gerade für die Redaktion, ne? Fürs Redigieren. Warum? Egal. Wir bleiben beim Nacktmull. Ich finde das eine gute Sache. Ja. Rufus wurde für Tierversuche missbraucht. Rufus, oh Gott, das wollen wir nicht. Und das ist es leider auch gar nicht. Nein. Das Amphibium. Amphibio, wir wissen es nicht. Ja. Der Axolotl wäre richtig gewesen. Es hat regenerative Fähigkeiten und ist daher für die Behandlung von Hepatitis C eingesetzt worden. Spannend. Verflixt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage der ersten Runde. Okay. Hoffentlich gibt es diesmal einen Punkt. Das würde uns sehr freuen. Einmalige Chance jetzt uns. Also, Team Vorurteil. Was ist bei einem Trauma-Informed Kampfsport-Coaching besonders zu beachten? A, das Window of Tolerance. B, neuroplastische Resilienzfaktoren. C, homöostatische Anpassungsmechanismen. Oder D, kinematische Bewegungssequenzen. Ich würde jetzt A oder D sagen. Kampfsport-Coaching heißt,
jemand coacht Kampfsport, aber ist um die Traumata der Person aware quasi. Genau, so. Richtig. Noch ein Telefonjoker. Ich will ja, leider gibt es keinen Joker in dieser Quiz-Show. Das wäre viel zu einfach. Besonders ja. zu beachten. Window of Tolerance könnte auch alles sein. Ne? Ja. Also Toleranz in Bezug auf die Bewegung. Also ich tippe A oder D, kinematische Bewegungssequenzen. Also zwei ausgeschlossen? Ja, ich, ja, komm, D. D. Ich kann mir vorstellen, es gibt bei wissen Sequenzen, ich habe auch mal Kampfsport gemacht, dass man dann sagen könnte, das ist jetzt zu viel, das ist zu nah oder das triggert mich. Und das ist dann für euch D. Antwort D? D. D. Ihr loggt das ein? Wir loggen ein und hoffen. Dann ist das leider auch falsch. Mann. Die erste Runde ohne Punkte leider, denn es wäre das Window of Tolerance gewesen. Ich wusste es. Ich habe ja fast gedacht, wenn wir das nehmen, dann ist es das Window of Tolerance. Und die Erklärung hätte ja auch so gut gepasst, dass halt gesagt wird, dass jetzt zu viel da ist, die Toleranzschwelle überschritten. Ich dachte mir eigentlich schon so, eigentlich könnte es fast nur das so, weil es klingt schon so wie in so einem Coaching, aber gut, egal. Das war es dann ja auch schon mit der ersten Runde. Und wir haben einen Gleichstand. Wir haben einen Gleichstand von 0 Punkten. Team Stolz 0 Punkte, Team Vorurteil 0 Punkte. Team Vorurteil. Ihr seid ja Verleger der Vorurteilsredaktion auch. Und ich würde von euch gern wissen, wie habt ihr denn die diesjährige James C. wahrgenommen? Wie haben wir uns denn bisher so geschlagen? Ich bin ja ganz neu, also ich habe keinen Vergleichswert zu früher. Ich finde auf jeden Fall, was mich beeindruckt, ist die Herangehensweise, wirklich dann auch wirklich die Protagonisten zu finden, dass die James hier auch echt Protagonisten gefunden hat und auch wirklich mehr als nur einen und den Rechercheaufwand, den sie aufwenden. Und bisher habe ich nur ein paar Podcasts reingehört und muss sagen und Videos gesehen, das fand ich schon sehr, sehr gut. Also die Podcasts fand ich schon echt spannend zu hören und waren jetzt auch nie so im Rohschnitt so, jetzt so mega langatmig oder so. Aber wie sie rangehen und gerade dieses Protagonisten zu finden und die Recherche, die da reingesteckt wird, hat mir bisher sehr gut gefallen. Das freut uns natürlich zu hören auch, dass wir das gut machen. Sabine, hast du noch was zu ergänzen? Ja, das Team möchte ich noch ergänzen. Das fällt uns sehr positiv auf in diesem Jahr, dass sie wirklich immer connected sind, jeder Bescheid weiß, was er machen muss, auch in den Desks und die Chefredaktion anscheinend funktioniert. Sehr gut. Ja. Okay, Leute, wir haben es auf Video. Wir machen unsere Sache gut, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt auch gleich zu Runde 2. Und jetzt wird es besonders spannend, denn jetzt treten die beiden Teams gegeneinander an. Die Buzzer werden noch nicht benutzt, Michael. Die bleiben noch eine Runde ausgesetzt. Oh, jetzt wird nämlich geschätzt. Wir kommen zu den Schätzfragen. Also ihr tretet direkt gegeneinander an und beantwortet 6 Schätzfragen. Und das Team, was der richtigen Antwort am nächsten kommt oder sie vielleicht sogar richtig errät, bekommt einen Punkt. Ich finde es toll, weil dann gibt es diese Runde auf jeden Fall mal Punkte. Ja, das finde ich auch sehr gut. Deswegen haben wir eine Schätzfragenrunde eingebaut, weil wir hatten zwar eigentlich gehofft, dass die erste Runde so läuft, dass natürlich alle Fragen richtig beantwortet werden und es deswegen Gleichstand gibt und nicht, dass wir bei 0 Punkten sind. Aber gut, unsere Verleger sind noch nicht so weit. Wir sind nur Low-Performer hier. Fangen wir mit den Schätzfragen an und die erste Frage an euch ist, ihr habt gleich eine kurze Bedenkzeit, ich werde euch dann sagen, wenn die vorbei ist, ich zähle dann runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann haltet ihr bitte eure Antworten hoch, beide Teams gleichzeitig natürlich. Und die erste Frage ist, wann wurde in den USA das Einreiseverbot für HIV-positive Personen aufgehoben? Michi, du warst dabei. Ich habe keine Ahnung. HIV, die Hochzeit war, wann war Queen? 80er Jahre. Wann war Princess Diana, die dem AIDS-Patienten die Hand gegeben hat? Das dürfte Ende der 80er gewesen sein. Es wird sehr viel getuschelt. Die beiden Teams sind fleißig am Beraten. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Oder jetzt erst wieder oben. Okay. So schnell eine Runde. Eine heiße Verbot. Warte, mach mal so. Auf jeden Fall nicht nach 9-11. Die Zeit läuft langsam ab. 5, 4, 3,
zwei, eins. Ich brauche jetzt eure Antworten. Oh, wir haben 20 daraus. Wir haben sehr unterschiedliche Antworten. 1998 von Team Stolz und 2008 von Team Vorurteil. Und damit geht der erste Punkt in dieser Sendung an Team Vorurteil. Wir haben die ersten Punkte in dieser Sendung gesehen und da wollen wir natürlich jetzt nicht aufhören, sondern wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Und die lautet: Wann war es denn genau? Wie viele? Was war denn die Antwort genau? Ja, natürlich. Also. Ja, ein Bildungsauftrag. Richtig, das stimmt, das stimmt. Die richtige Antwort wäre 2010 gewesen. Also tatsächlich haben sie beide noch drunter getippt. Es ist sehr spät erst aufgehoben worden, das Einreiseverbot. Dann kommen wir jetzt wirklich zur nächsten Frage. Und zwar, wie viele Posts zum Hashtag Romantasy gibt es auf TikTok? Wow. Das ist ja nicht da. Oh mein Gott. Text habe ich gestern erst gelesen. Ich höre schon, ein bisschen Expertise von einem Team ist auf jeden Fall schon da. Da hat sich jemand vorbereitet. Moment, das gibt es auf TikTok generell. Ich weiß nicht, mehr als 14.000. Viertel Million oder so. Ist das noch zu wenig? Ich weiß es nicht. Posts. Boah, ich habe keine Ahnung. So, das erste Team hat seine Antwort aufgeschrieben, deswegen ist die Zeit jetzt auch fast vorbei. Ich zähle jetzt wieder runter und dann möchte ich bitte eure Antworten sehen. 5, 4, 3, 2, 1. Und Team. Ja, weit auseinander. Dafür muss ich einmal nach vorne gehen. Team Stolz sagt 250.000, nehme ich an. Ja. Und sehr genaue Team Vorurteil sagt 30.000. Ja. 30.000. Ich würde sagen, das ist für TikTok alles ein bisschen mau. Damit fangen wir schon mal an. Wir waren uns über die Zahl der Nullen nicht sicher. Das haben wir das heißt aber auch, wenn ich das schon so sage, dass dieser Punkt natürlich an Team Stolz geht, auch wenn sie noch sehr direkt sind. Wasser werden noch nicht benutzt. Ganz ins Millionen. Und zwar sind es 60,9 Millionen Posts mit dem Hashtag Romantasy auf TikTok. Ja. Also ihr wart beide noch sehr, sehr weit entfernt von der richtigen Antwort. Aber das ist ja die Schätzrunde, deswegen gibt es den Punkt trotzdem. Damit steht es auch 1-1. Jedes Team hat Punkte gemacht. Und wir kommen zur dritten Frage. Wie viele geflüchtete AthletInnen starten dieses Jahr in Paris für das Refugee-Team? Eine kurze Bedenkzeit an beide Teams. Alle Disziplinen, die ja im Refugee-Team sind. Wie viele Disziplinen gibt es? Weil das ich glaube, da kriegt sich da. Komm, ja, aber das ist Deutschland neu. Es sind ja auch mehrere dann pro. Ja, das ist. Du musst an deinen Nullen arbeiten. 100? Ja. Das ist auch wenig. Ich sehe, beide Teams haben etwas aufgeschrieben. Das heißt, wir können schon auflösen. Bitte haltet eure Antworten jetzt hoch. Wir haben einmal 70 von Team Stolz und 100 von Team Vorurteil. Und es ist ein weiterer Punkt für Team Stolz, denn es sind 36 Athletinnen. Ich wusste noch, es sind 9 aus Deutschland. Die Zahl hatte ich noch im Kopf. Aber es waren 36? Es sind 36 Athleten, korrekt, genau. 40. Also das Team ist doch gar nicht so groß. Ich finde das toll, man kann so mit Unwissen trotzdem glänzen. Gut, wir kriegen langsam mehr Punkte rein. Das wollen wir nicht aufgeben, deswegen geht es jetzt direkt weiter. Und zwar... Wie lange dauerte die schnellste Sterilisation, die Stefanie Barth durchgeführt hat? Weiß ich. Wer ist das? Kontextfrage, wer ist Stefanie Barth? Stefanie Barth ist eine Ärztin, eine Gynäkologin, die Sterilisation durchführt. Eine Minute. Yeah. Wir haben ein Team, was hier definitiv im Vorteil ist. Gestern gehört. Okay, da wurde der Podcast vorher gehört. Sehr gut. In Minuten, oder? Ja. In Minuten. Mal schauen, was Team Stolz uns denn jetzt noch
bietet. Ah, scheiße. Nicht gucken, Okay. Ja, vielleicht muss ich mich doch dazwischenstellen. Der Gebärmutter jetzt auch noch. Was sind das, Stunden? Okay, dann einmal die Antworten, bitte. Ich hoffe, ich erinnere mich. Oh, wir haben 2 Minuten von Team Stolz und 12 Minuten von Team Vorurteil. Und in dem Fall hat Team Vorurteil gut im Podcast aufgepasst, den sie sich angehört haben. Es sind 12 Minuten. Und damit geht der Punkt an Team Vorurteil. Okay. Die nächste Frage. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Runde. Wie viel kostet es im Monat, einen Avatar bei You Only Virtual von einem oder einer verstorbenen Angehörigen erstellen zu lassen und mit dieser zu kommunizieren? Oh, da brauchen wir ein bisschen. Was ist You Only Virtual? You Only Virtual ist ein Portal, wo man einen Avatar erstellen kann von verstorbenen Angehörigen. Da lädt man dann Chats und ähnliches hoch und dann können die genau in derselben Konnotation antworten und man kann mit denen chatten und kommunizieren. Und das ist quasi eine KI. Das ist eine KI. Und das ist ein einmaliger Preis oder Abo-Modell? Das ist einmal, also im Monat, pro Monat ist es dann. Also Abo-Modell dann. Genau, ein Abo-Modell. Und wir möchten den Preis bitte in Dollar haben. Ein Dollar. Ich habe gesehen, LinkedIn Pro kostet 50 Euro im Monat. 10 Dollar oder 30 Dollar. Ja, aber das ist viel verlangen. Das ist so ein bisschen esoterisch. Viel verlangen. Ich glaube, damit angebringen kannst du. 300 im Dollar. Ja. 300. Ja, jetzt 60, mach mal mit. 500 Dollar? Was gibst du her, um mit deinem Ich glaube, die Amis. Bei dieser Frage scheinen beide Teams unsicher zu sein. Ich möchte mich beschweren, wir haben die Story noch nicht zum Redigieren bekommen. Das tut hier leider nichts zur Sache. Konnten uns nicht vorbereiten. Und es waren jetzt 2 Fragen zum Thema Stolz und 3 zum Thema Vorurteil. Wir sind ja auch noch gar nicht durch. Wer sagt denn, dass das hier schon vorbei ist? Okay, haben beide Teams eine Antwort? Dann zeigt sie mir bitte jetzt. Wir haben 500 Dollar und 70 Dollar. Da würde ich sagen, da hat die Stolz-Redaktion aber gut geraten. Oh. Es sind, also es stimmt nicht, möchte ich nur schon mal gleich sagen. Also die Antwort 70 Dollar im Monat stimmt nicht. Es ist deutlich billiger. Es sind 19,99 im Monat. Okay. Das ist ja fast ein Abo wie Netflix oder Amazon. Kann man sich auch mal eben gönnen. Also. Und mit 70 hat Team Stolz diesen Punkt für sich geholt. Und das heißt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der Zwischenstand ist, aber den sagen wir euch gleich einmal durch. Wir kommen nämlich jetzt zur letzten Frage der zweiten Runde. Und das ist: Wie weit ist die Strecke von Potsdam bis zum Gardasee? Sehr spannend. Wir haben nämlich einen Protagonisten in den Games, der diese Strecke tatsächlich zurückgelegt hat. Also. Nee, mehr. Luftlinie oder im Auto? Ja. Und dann ich glaube, Luftlinie. Es müsste Luftlinie sein. Luftlinie. In München bis zum Gardasee ist was vor. Wie weit ist München bis zum Gardasee? Wie lange ist denn das? Außer 3,5 Stunden? Also irgendwie zwischen 800 und 200. Nur Ruhe. So, kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte in 5 Sekunden eure Antworten haben. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Gut, wir haben 850 von Team Vorurteil und 700 Kilometer von Team Stolz. Und dieser Punkt geht an Team Vorurteil. Es sind insgesamt 976 Kilometer von Potsdam bis zum Gardasee. Ich hätte gern Videobeweis. Geht es um Luftlinie oder geht es um Straße? Weil ich glaube, also bei Straße ist sehr viel länger. Mhm. Die ist jemand aus der Gruppe da? Die ich habe, ist Google Maps. Ist tatsächlich, dass es Google Maps ist, habe ich gerade durchgegeben. Also Straße. Gekriegt. Und es ist dann Straße tatsächlich. Und ein Protagonist hat diese Strecke tatsächlich zurückgelegt für einen verstorbenen Angehörigen, um diese Person stolz zu machen. Also eine Frage aus der Stolz-Redaktion. Haben wir auch noch nicht zum Redigieren gekriegt. Habt ihr schon mehr Texte bekommen?
Wissen wir jetzt nicht, aber ein paar. Aber also Arbeitsgeplänkel gibt es hier auch nicht. Ja, okay. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Das war unsere zweite Runde und wir haben einen Zwischenstand von 3-3. Also es bleibt spannend. Team Stolz, als Verleger der Stolz-Redaktion möchte ich natürlich von euch einmal wissen, was euch an eurer Redaktion am besten gefällt. Die sind so unkompliziert. Ich bin wirklich, das muss ich Ihnen jetzt mal als Kompliment machen, die letzten Jahre war es alles sehr viel betreuungsintensiver. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Leute sind mit mehr Problemen zu uns gekommen. Ich habe das Gefühl, alles, was wir von Ihnen bekommen, passt so im Großen und Ganzen. Also klar, hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, aber im Großen und Ganzen finde ich es sehr angenehm. Bis jetzt. Wie selbstständig sie arbeiten und wie gut die Sachen sind, wenn sie bei uns ankommen. Also ich weiß nicht, ob die Desks sehr gut arbeiten, ich weiß nicht, ob sie sehr gut arbeiten, aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein tolles Bild. Ja, komme ich nur anschließen. Sehr gut. Also auch für die Stolz-Redaktion haben wir positives Feedback bekommen auf Video. Das müssen wir uns alle merken natürlich. Und wir fangen an mit der dritten Runde, unserem Finale. Und jetzt wird es besonders interessant. Macht euch bereit, das wird nicht einfach. Wir haben für euch 4 Videos vorbereitet, die von den unterschiedlichen Teams aus beiden Redaktionen vorbereitet wurden. Und ihr müsst sie den passenden Themen zuordnen. Wenn ihr den genauen Arbeitstitel nicht wisst, reicht auch eine grobe Beschreibung des Themas. Das ist in Ordnung. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Aber Achtung! Jede falsche Antwort heißt, dass das gegnerische Team einen Punkt bekommt. Und jetzt dürft ihr auch die Buzzer benutzen, denn wenn ihr das Video seht, wer schneller buzzert, darf zuerst antworten. Aber passt auf, denn es kann sein, dass ihr den Punkt dann abgeben müsst, wenn ihr falsch liegt. Und eine Sache noch dazu, das andere Team hat dann die Möglichkeit bei falscher Antwort, sich 2 Punkte zu holen, wenn es richtig antwortet. Oh. Sonst gibt es keine Punkte. Okay. Seid ihr bereit? Alles immer. Klar, dann fangen wir an mit dem ersten Video. Zu welchem Projekt gehört das? Team Vorurteil. Es hat noch nicht mal angefangen. Das ist Berlin übrigens und das ist diversitätssensible Pflege. Das ist tatsächlich korrekt. Das ist unser Protagonist Andreas Schütz. Er ist Pflegeberater in Berlin und er fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und dabei haben meine Teampartnerin und ich ihn begleitet. Genau. Dann kommen wir direkt auch zum zweiten Video. Zu welchem Projekt gehört das? Das ist Stolz, das weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, eine grobe Umschreibung reicht auch. Ach, ist das rechts? Ist die Studentin bei uns? Ich sehe schon, die Videos wurden nicht geguckt. Niemand kennt seine eigene Redaktion. Doch. Hm? Können wir es nochmal sehen? Sicher, dass es ja, nicht unser können wir es nochmal sehen? Oh, gibt es da noch ein bisschen mehr? Das habe ich erkannt. Bei den Videos sind wir aber noch nicht. Ich habe es gesehen, ich habe gebuzzert. Ja, okay, gebuzzert, aber dann bitte eine Antwort dazu. Wir sind erst bei dem Video. Ein anderes, ja. Ich sag, das ist, wie heißt denn dieses Startup-Video? Startup-Projekt. Barrierefreies Startup-Projekt-Video. Also, Stolz von Startup-Gründerin mit Behinderung. Genau das ist leider falsch. Das ist die Chance für Team Vorurteil. Ja. Sollen wir mal probieren? Wir probieren jetzt das. Also ja, das Thema mit Frauen nach Brustkrebs, die sich die Brustwarzen drauf tätowieren lässt und stolz drauf. Das ist leider auch falsch. Es wäre das Thema Stolz todkranker Menschen gewesen von unseren beiden Kamerafrauen, Franzi und Caro. Oh. Ja, also im Studio wäre sogar ein Hinweis versteckt gewesen. Das heißt, es gibt keinen Punkt.
Und wir machen weiter mit dem nächsten Video. Zu welchem Projekt gehört das? Ich habe das Gefühl, jetzt geht es um Schnelligkeit. Jetzt kommt er. Ja, Pola. Aus Fairness muss ich das natürlich jetzt auch an Team Stolz geben. Die haben zuerst gebuzzert. Ja, das sind die Fan-Kurios im Fußball. Das ist absolut im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Das ist korrekt. Wir hätten es auch gewusst. Das ist korrekt. Damit geht der Punkt an Team Stolz. Wir haben dann noch ein letztes Video. Das entscheidet jetzt alles. Und das zeigen wir euch jetzt. Das ist Team Stolz, ja. Ich glaube, ich habe das Haus erkannt. Interessant, das ist interessant. Nee, das ist der Puff gegenüber von dem Fahrradgeschäft in Passau. Ah. Jetzt, ja, wie heißt denn die Geschichte? Seelen wegen des Fahrradgeschäfts in Passau erkannt. Ja, hier Pfarrer und Sexwork, Ehren, nee, wie nennt sich das? Seelen, Heil und... Nee, das war, glaube ich, Sex und Seligkeit, genau. Ja, Seligkeit und Sexarbeit, richtig, von unserer Chefredakteurin Leontine, die auch unsere wunderbaren Flaschen hier zur Verfügung gestellt hat. Einmal einen Applaus dafür. Wie cool sehen die bitte aus? Und damit geht der Punkt an Team Stolz, denn das ist korrekt. Das? Danke. Gut, damit war das die letzte Frage. Und wer hat denn das Rennen jetzt gemacht? Das ist die große Frage, ein Trommelwirbel. Es ist Team Stolz. Mit 5 zu 4 Punkten hat Team Stolz die erste Quizshow der JMC an der Universität Passau tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr bekommt natürlich auch einen Preis. Wir haben da was vorbereitet für euch. Dürfen wir das annehmen? Und zwar ein exklusives JMC 2024 TV-Show-Poster. Ah, das hat Elise sehr süß. Und natürlich wollen wir das auch in den nächsten Wochen, Monaten gerne in euren Büros bewundern können. Dürfen wir es auch nicht vor den Büros aufhängen? Natürlich, mehr Leute zwischen die Büros. Alle können es sehen. Und das Verliererteam muss dem TV-Show-Team jetzt beim Joko-Sommerfest was zu trinken ausgeben. Das wäre wunderbar. Und natürlich neue Batterien für die Buzzer. Die dürfen wir nicht vergessen, die sind ganz wichtig. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an Team Stolz. Mit 50 Punkten ein knappes Rennen. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Und das war's. Also Stolz und Vorurteile im Quiz der JMC 2024. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn wir euch neugierig gemacht haben auf unsere tollen Projekte in den Redaktionen Stolz und Vorurteil, dann schaut doch gerne auf Publish vorbei.